Im Musikzimmer der Familie Probst hätte ein anderer vielleicht die Qual der Wahl. Doch die drei Mitglieder des Hofeler-Trios wissen genau, welches Instrument es sein soll. 3, 4. Die Hofeler, das sind Vater Günther und seine beiden Söhne. Der jüngere Basti an der steirischen Harmonika und der ältere Michi an der Gitarre. Angefangen hat die Musikleidenschaft der Familie Probst schon mit den Großeltern. Von ihnen scheint sie Vater Günther geerbt und an seine Söhne weitergegeben zu haben. Ich muss zu sagen, da wachsen zwei Kinder auf und nachher zieht man die halt, die kriegen das ja mit. Man lebt es denen vor und das war ganz interessant, wie so jeder in die Richtung Musik eingestiegen ist. Und ja, und dann ist man halt, also was daraus geworden ist, wie der Sebastian zum Beispiel jetzt schon 5 Jahre spielt oder für seine 5 Jahre, was er erst spielt, was der für Fortschritte gemacht hat. Und ja, und da ist man richtig stolz drauf. Das jüngste Mitglied des Trios ist gerade einmal 12 Jahre alt und steht mit seiner Quetsche doch im Mittelpunkt. Denn Bass und Gitarre sind bei den Stücken eher seine Begleitung. Dennoch hat sich Basti nach 5 Jahren steirischer Harmonika mehr vorgenommen. Ja, also ich habe jetzt gedacht, dass ich die jetzt nur ein halbes Jahr oder so spiele. Und dann nehme ich bei dem gleichen Lehrer, wo ich jetzt bin, der spielt auch Akkordeon. Ist der Lehrer auch Akkordeonlehrer und steirische Harmonika. Und dann möchte ich nur Akkordeon also anfangen. Seit 2 Jahren treten die Probst nun schon gemeinsam auf und das oft an Hüttenabenden in Hotels. Dort spielen sie neben normalen Trio-Stücken besonders gerne Oberkrainer Musik. Michi spielt neben dem Hofeler-Trio auch noch beim Schwarzberg-Trio und dem Oberkrainer Sound mit. Doch auch da bleibt er seiner Gitarre treu, denn auf sie kam er durch den Vater. Ja, der Papa, der hat mich früher noch mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Gitarre zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich mal so angefangen langsam. Und dann bin ich da so reingewachsen und dann hat mir mein Papa viel gezeigt. Einziger Haken an der Instrumentenwahl des Sohnes, Günther Probst musste nach fast 30 Jahren an der Gitarre umsatteln. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Natürlich, der Große wollte Gitarre spielen und ja, dann lasse ich ihm den Vorrang. Und ich habe dann einfach vor einem Jahr umgelernt oder bin jetzt gerade dran, den Bass zu lernen. Und das macht riesen Spaß. Wollte ich eigentlich immer schon. Und jetzt passt es natürlich ganz gut, wenn ich mit der Bube spielen kann. Und so soll es bleiben. Denn selbst wenn die Jungen längst auch in anderen Bands spielen, mit dem Hofeler-Trio hat schließlich alles angefangen.